manchmal kommen auch so Leute, die sagen, was machst denn du? Ich sage, ich habe ein ganzes Heft voller Männer und die empfehle ich und vermiete ich. Echt? Ich bin zu Hause aufgewachsen, drei Geschwister und mein Vater war schon Fußballer gewesen, also war Sport bei uns in der Familie schon immer großes Thema. Und irgendwann hat er dann mal gesagt, er nimmt mich mit, weil ich halt auch ein Kind war, was gerne sich bewegen wollte, sollte, musste. Und so bin ich zur Leichtathletik gekommen. Und dann über Kreismeister, Bezirksmeister und sowas sind die auf mich aufmerksam geworden. Und dann gab es ja zu DDR-Zeiten diese Sportschulen, Kinder- und Jugendsportschulen hieß das. Also war ich dann, weil ich Läuferin war, 400, 800 Meter, mit den Werfern in einer Klasse. Das heißt, große Mädchen, große Jungs. Und dann musste ich so als kleines, zartes Mäuschen, um mich durchzusetzen, verbal an mir arbeiten, um mich gegen die großen Werfer durchzusetzen. Ja, und da hast du dein lockeres Mundwerk. Um das eine Defizit an Größe und Gewicht wegzumachen mit dem Mund. Ja, stimmt schon. Ich empfehle Spitzensportler oder Experten aus der Wirtschaft, Politiker, Künstler. Ich habe bewusst Menschen gesucht mit Lebensgeschichte. Also das sind, wenn man die Sportler, diese Athleten und Experten anschaut, haben die alle auch recht bewegte Lebensläufe. Die haben Phasen gehabt, wo sie oben waren, aber die haben auch Breaks in ihren Lebensläufen gehabt. Ich glaube, jemand mit Lebensgeschichte und mit Lebenserfahrung, der kann auch Leute abholen, begeistern, mitnehmen, inspirieren und motivieren. Und wenn du das nicht hattest, das merken die irgendwann, dann ist es nicht mehr authentisch. Also diese Großveranstaltung, wo da 500 Leute sitzen, ist ein Part, aber die Tendenz geht mehr zu kleinen, feinen Veranstaltungen, wo du wirklich face-to-face mit jemandem reden kannst. Und da gucken auch gerade Banken oder generell in diesen kleinen Gruppen, dass das Leute von einer Ebene sind, die dann auch dieselben Themen haben, wo die auch gezielt nachfragen können. Ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten. Ich gehe gerne auf Menschen zu, ich bin offen für Menschen, mich interessieren andere Menschen, mich interessiert, wo die herkommen, was die machen, was denen ihre Lebensgeschichte ist. Deswegen glaube ich, bin ich auch zu der Agentur gekommen. Klar hast du auch Phasen, wo du dann mal drüber nachdenkst, ist das jetzt gut, ist das schlecht, hast du das richtig gemacht, habe ich auch. Aber im Großen und Ganzen bin ich eher jemand, der macht. Und bevor andere dreimal überlegt haben, habe ich es halt schon fertig.